Wir befinden uns auf dem Weg in das nächste vierte Gebiet, wo wir wahrscheinlich gegen den vierten Lord kämpfen werden. Auf dem Weg wurden wir im letzten Part von irgendeiner unbekannten Gestalt angegriffen und unser Helm von unserem Hauptcharakter Alphen hat einfach aufgeleuchtet. Also anscheinend haben wir irgendeine spannende Fähigkeit, die ja es noch zu entdecken gilt, sage ich mal. Und dabei sind wir hier auf dem Werk, oder auf dem Werk, auf dem Weg Berg Dihara natürlich. Und ich befinde mich gerade auf dem Bergkamp und nicht da, wo ich quasi weiter muss. Also hier bei diesem Gebirgspfad, wo wir auf den Gegner getroffen sind. Einfach nur, weil hier noch irgendwas Unentdecktes ist. Also hier oben seht ihr, ist ein Lagerfeuer, ein unbekanntes Gebiet. Und natürlich kann ich in so einem RPG mir nicht sagen, dass ich dieses Gebiet ignoriere, dass ich da nicht hinlaufe und entdecke, was dahinter ist. Auch wenn ich unbedingt wissen möchte, was mich eingeht, nicht in dem nächsten Gebiet erwartet. Alter, das sieht aus wie so ein Turm der Prüfungen, wo man irgendwie Stockwerk für Stockwerk kämpfen muss oder ähnliches. Keine Ahnung, ob es sowas hier in diesem Game gibt. Aber es ist schon ein sehr auffälliges Gebäude. Plus, dass hier auf dem Weg einfach keine Gegner sind. Also das muss irgendetwas Besonderes sein. Ich bin sehr gespannt. Muss ich gerade heilen? Ich weiß es gar nicht. Holen wir uns einfach mal kurz aus. Vielleicht schnacken wir nochmal mit irgendeiner Person, die hier gerade chillt, die sich hier befindet, die vielleicht mit uns reden möchte. Ich bin auf jeden Fall offen für ein Gespräch und möchte sagen, rasten. Und im Ausdruck kochen können wir gerne machen. Und zwar klingt das eigentlich nach einem guten Essen. Das klingt nicht nach so einem guten Essen. Ich habe kein Meerbrass. Okay, ist gar kein Problem. Hier habe ich auch 14 Kocheffekt, mehr fallen gelassene Objekte. Ja, finde ich immer cool. Also bereiten wir das mit Kisaras zu. Ist in Ordnung. Und sieht perfekt aus. Ein echter Volltreffer. Und dann gehen wir schlafen und reden davor mit Lore, Kisara oder Duhalim. Duhalim finde ich am spannendsten. Hören wir mal rein, was er zu erzählen hat. Ja, go. メナンシアのことが心配なのか。なぜそう思うかね。キサラと何か話していただろう。盗み聞きは関心しないな。悪い。でも内容までは聞こえなかった。二人きりで話していたから、てっきりそうかと。私は役目を放棄した元スルドだ。今更あの国について指図できる立場ではない。キサラもそれを承知で意見を求めてくる。 私はもう彼女の主人ではないというのに。むしろ主人じゃないからじゃないのか。仲間としてあんたの見識を当てにしてるんだ。それは考えていなかったな。あんたは時々妙に抜けているな。学人など得てしてこんなものだ。それを精霊力だけで選ぶからおかしなことになる。だが、 自分なりにするとして務めようとはしたんだろう。無論学びはした。統治のためというより、生かさず殺さずのためといった体のものだったがね。私にしてみれば、その全てが吐き気を催す苦痛と死につながっていた。だから何もかも上辺の音楽で覆って聞こえないふりをした。愚かなことだ。 Okay, danke schön. Wir haben unsere Bindung gestärkt. Das ist gar kein Ding. Und wir sollten uns definitiv auf morgen vorbereiten und dann diesen Turm entdecken, auf den ich sehr gespannt bin. Was sich dahinter verbirgt und wer sich dahinter verbirgt. Davor natürlich wie immer, hi, was geht, mein Freund? Können wir hier eine Waffe schmieden? Wenn ja, schmieden wir diese Waffe und tatsächlich, zack, fertigen und ausrüsten. Hier hatten wir einen Damage Boost. Hier kriegen wir auch einen Damage Boost. Perfekt. Hier leider nicht. Hier kriegen wir auch einen Damage Boost. Perfekt. Dankeschön. Auch einen Damage Boost. Nehme ich immer dankend an und wahrscheinlich, ja, hier auch einen Damage Boost. Bedeutet, wir haben schon so viel von dieser Gegend entdeckt, dass wir zumindest für alle Charaktere, bis auf einen natürlich, jeweils einen Damage Boost bekommen haben und dann geht es hier runter und rein in diesen Turm, wenn ich hier hochklettern kann, was ich natürlich hoffe. Sag mir nicht, hier ist einfach vorbei. Dafür bin ich jetzt aber hierher gelaufen. Hier lang. Hier nicht lang, sagt er. Hier nicht lang, schätze ich euch. Oh, dann ist hier noch irgendein Endgame-Content. Wie fies. Und ich habe mich so auf dieses Gebiet gefreut. Voll unnötig, dass ich mich nochmal zurückgeportet habe, wenn ich ehrlich bin. Aber egal, dann gehen wir einmal ganz kurz auf die Map. Ja, Standardliste und gehen doch dahin, wo ich muss. Also hier ins Gebirgstal, kann ich mich direkt hier importen? Nö, schade, warum auch? Dann hier vielleicht hin und wo kann ich mich denn erst hinporten? Nach der ganz Uhr. Hallo? Wo ist hier ein Teleporter? Benachbarte Karte betreten möchte ich eigentlich nicht, außer da ist ein Teleporter, da ist kein Teleporter. Bergkamp, Anfang von dem Bergkamp und dann laufen wir zurück von dort aus. Okay, das kriegen wir hin, das mache ich doch gerne.
Ich fühle mich zwar ein bisschen veräppelt, wenn ich ehrlich bin, dass ich extra nochmal hingelaufen bin, ohne dass hier irgendwas ist, aber ist schon okay. Dann weiß ich wenigstens Bescheid, dass ich hier nichts verpasse. Und ich muss immer noch, fällt mir gerade auf, zurück einmal in dieses Trainingslager, weil da voll viele Belohnungen noch von mir hängen. Also von, keine Ahnung, von 5 Parts oder sowas. Ist schon lange, lange her, dass ich dieses Trainingslager gesehen habe, wo ja die Anforderungen Level 20, glaube ich, waren auf eine gewisse Zeit und dann Level 25. Und sie sind mittlerweile alle Level 25 oder das empfohlene Level, besser gesagt, und nicht die Anforderung. Ich konnte auch schon das Level 25er oder die Level 25er Mission spielen vorher. Und wisst ihr was? Ganz ehrlich, das mache ich heute. Das wird das, was ich heute mache. Führ mich hier hin. Standortliste, hallo? Standortliste? Nein, falsch. Hier ist die Standortliste. Ich muss das machen, wenn wir ehrlich sind. Von daher, Cislodia, nee, ich bin hier richtig. Wo ist die Hauptstadt? Da ist sie. Und dann nach Vincent, hier Übungsgelände heißt das Ganze. Schnellreise, ja, ich bin mir sicher, dass ich hier einmal hinreisen möchte und einmal das Übungsgelände machen möchte. Aus dem ganz einfachen Grund, dass da so viele Belohnungen drin hängen, dass das ja eigentlich ein bisschen dumm wäre, wenn ich das nicht mitnehme. Ein bisschen Verschwendung für zukünftige Feinde, für zukünftige Gegner, für zukünftige Bossmissionen, wenn ich einfach die dauerhaften Stats ignoriere. Von daher einmal rein hier ins Übungsgelände. Wir haben das schon ignoriert, als sie das erste Mal hier war, weil ich unbedingt weiter die Story spielen wollte und ich möchte sie auch immer noch unbedingt weiterspielen. Deswegen tut mir es hier auch leid, dass gestern kein Part in diesem Let's Play kam, weil ich einfach auch hier, nicht nur bei Demon Slayer, auch hier wissen möchte, wie es weitergeht. Aber dennoch, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, ich habe neben dem Let's Play von Tales of Arise auch ein Demon Slayer Let's Play am Laufen und werde in Zukunft ganz viele Anime Games Let's Play. Von daher, falls ihr Bock drauf habt, lasst gerne mal ein Abonnement auf diesem Kanal erstmal da. Und dann gehen wir, denke ich mal, in den Einzelkampf als allererstes mit Alphen. Das Training ist abgeschlossen, aber nicht in der Zielzeit. Das ist natürlich traurig. Hier ist empfohlenes Level 40 und das hier oben ist das, was ich meinte. Empfohlenes Level 25, aber wir fangen mal mit dem ganz entspannten Training an. Holen uns hier erstmal ganz entspannt die Mission in 2 Minuten. Das ist eine Zeit, die kann man opfern für so einen Kampf. Die kann man opfern für einen Salbei dafür, dass man dauerhaftes Stunt-Boni kriegt in Zukunft. Und sich einfach darüber freut. Hallo, startet der Kampf, dankeschön. Warte, wie war das? Die gab es irgendeine spezielle Mechanik, ne? Zack, zack. Und ich weiß nicht mehr, wie man ausweicht. Ich habe zu viel Demon Slayer gespielt, ich bin ehrlich. Ich habe zu viel Demon Slayer gespielt. Weiche ich nicht mit Outchili? Nee, so weiche ich nicht aus. Alles klar, Sonius. Da, jetzt habe ich's. Jetzt weiß ich, wie ich ausweiche. Er setzt einmal seine Magie ein, das ist in Ordnung. Setzt dein Grab ein, denn alles, worauf ich warte, ist, dass du mir eine Spezialfähigkeit bitte endlich einsetzen kann. Da ist sie. Und dann konnte ich, glaube ich, Schaden machen, wenn er mich gerade nicht alles täuscht, oder? Zack, zack. Wunderbar. Hau weiter rein. Hau weiter rein. Und dann ist er auch so gut wie down. Auch. Bam. Nein. Das war wieder das Ausweichenproblem. Ich kleiner Trottel. Aber da sind die nächsten zwei, die ich übrigens wieder erstmal angreifen muss. Und ich bin so fies, dass ich hier nicht meine Zeit sehe. Ich bin so fies. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Die würde ich super gerne sehen. Komm, greif an. Ja, kriegst du hin. Ich bin mir sicher. Und jetzt. Oh Gott, bitte sag mir, dass er getroffen wird. Bitte sag mir, dass er Schaden nimmt jetzt. Dankeschön. Denn sonst wäre es ja auch mega traurig, wenn er jetzt keinen Schaden nehmen würde, wenn ich ehrlich bin. Zack, okay. Und greif weiter an. Bam. Er ist gebrochen. Den kriegst du. Greif nochmal an. Und sehr schön. Das sind die Angriffe, die ich sehen möchte. Auch wenn ich eigentlich sehen möchte, wie sich dabei die Anzeige unten auffüllt. Denn mir bringt das jetzt gar nichts, dass ich in diesem Ausrastmodus bin, solange nur ein Schadenspunkt nimmt die ganze Zeit. Oder wartet. Kann ich den jetzt abschließen, so, und stirbt er dadurch? Oder nimmt er hier auch jeweils, er nimmt hier auch nur einen Schaden. Seht ihr es oben rechts? Seht ihr es oben rechts? Oh Gott, war das dumm von mir. Aber wirklich komplett dumm. Die Anzeige unten links füllt sich wieder auf. Upsala, bitte wieder runter. Dankeschön. Das kostet halt einfach die meiste Zeit, dass er die ganze Zeit keinen Schaden nimmt, bis ich einmal Deni gemacht habe. Danke. Und jetzt können wir bitte angreifen. Greif an, mit allem, was du hast. Geh volle Kanne in den Ausrastmodus. Opfer all deine LP. Hauptsache, er fällt direkt um. Wunderbar, das wollte ich sehen. Und bitte sag mir, dass es in unter 2 Minuten war, denn ich war richtig langsam mit dem Auffüllen. Es waren unter 2 Minuten. Wunderbar. Und ich glaube, das hier kann sehr kompliziert werden in unter 3 Minuten. Aber ich werde es trotzdem probieren. Er ist, glaube ich, ist er Level 25 oder Level 26? Weiß ich gar nicht. Okay, hi, was geht? Und noch oben mit dir. Wunderbar ausgewichen. Das war nicht ganz so wunderbar ausgewichen. Das schon eher. Und wieder rein in den Kampf. Und die nehmen wenigstens direkt Schaden. So wie es auch sein sollte, wenn wir ehrlich sind. Zack. Zack. Wunderbar. Ausweichen. Dankeschön. Und den können wir direkt mitnehmen. Nein. Lass dich nicht nochmal angreifen. Perfekt. So muss es eigentlich jedes Mal laufen. Was macht er jetzt? Gar nichts. Komm. Oh doch. Er macht einen Angriff.
So wie zu dem Thema. Er macht, was macht er hier? Gar nichts. Okay, passt schon. Zack, wir bewahren uns unten links die Fähigkeit hierfür auf. Oh, ich erinnere mich an den Kampf. Der springt immer nur, ne? Der springt, glaube ich, immer nur. Und wir dürfen direkt gratis angreifen. Danke. Das ist ja super sweet von euch. Eigentlich würde ich ja immer das Schwein, Wildschwein zuerst killen. Aber wenn wir das so machen, finde ich das auch okay. Viele kritische Hits gerade. Und ausweichen, ausweichen, ausweichen. Weg hier. Geschafft. Perfekter Ausweichmanöver. Und du darfst wieder, wenn du möchtest. Dankeschön. Und dann haben wir dann auch so gut wie, oder? Der hat doch gar keinen Bock mehr, wenn wir ehrlich sind. Danke. Oh, das Wildschwein da hinten im Hintergrund rastet richtig aus. Das wird schon ganz wütend. Greif doch auch mal mich an. Ich möchte auch kämpfen. Ich möchte aussterben, mein Freund. Wie wär's, wenn du nicht nur hier meinen Kollegen angreifst? Ja, bitteschön. Ist gar kein Problem. Den habe ich auch drin, wenn du das unbedingt möchtest. Von mir vernichtet zu werden. Und dann müssten wir die Alphen-Quest auch schon so gut wie fertig haben, oder? Zack. Und noch einen Angriff. Ah, da kommen noch drei. Und ich dachte, ich wäre schon so super schnell hier mit diesen Angriffen gewesen. Wenigstens wieder Gegner, die sofort Schaden nehmen, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich ja beim letzten Mal komplett vermisst. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war, habe ich nicht mal den Steingolem besiegt, wenn ich mich gerade nicht täusche. Boah, gut, dass ihr nicht dacht, dass das der letzte Gegner ist. Ich dachte schon, ich bin volle Kanne, mega schnell und alles. Aber nein, ich habe mich einfach nur komplett überschätzt. Zack, den hast du, glaub. Oh Gott, lass dich nicht treffen jetzt. Wunderbar, den hast du, so wie erwartet. Dann hauen wir all deine Fähigkeiten raus, wenn du Bock drauf hast. Und unterbrich ihn einfach. Wunderbar unterbrochen. So benutzt man seinen Boostbrecher heutzutage. Und ich sehe gerade, deren Anzeige fühlt sich ja gar... Autsch, das war unnötig. Ich meine, das war auch unnötig, dass ich mich da treffen lassen. Aber wir haben ihn kritisch getroffen. Hau nochmal drauf. Yippie! Er ist halt schon wieder gebrochen. Bitte lass dich nicht umdrehen. Bitte dreh dich um. Bitte. Oh, gut. War schnell genug. Das macht er nochmal, oder? Wenn ich mich gerade nicht täusche. Zack, perfekt. Hau drauf. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Genau, und jetzt die. Diesen Angriff. Sehr nice. Das war auch noch in unter 3 Minuten, will ich hoffen. Gib mir das Salbei, dass ich für die 3 Minuten eine Mission kriege. Gib's mir einfach. Scharfer Gigazahn, Rasierklinge, Rosmarin. Nicht Salbei. Okay. Doch, doch Salbei. Ich kriege ein Rosmarin und ein Salbei plus eine neue Fähigkeit in Matrix. Das ist doch perfekt. Mit Vakuumblitz, neuen Fähigkeiten, erhöhten Schaden in Luft, einfaches Überlimit. Zu viel. Ich bin ja ehrlich, das sind mir mittlerweile zu viele Fähigkeiten hier. Aber Elementarangriff wird hier gestärkt. Hier wird auch Elementarangriff gestärkt. Und das geht eigentlich. AL Wiederherstellung bei perfekten Ausweichen. Was kriege ich hier? Verteidigung plus 10. Ihr seht den Bonus ganz unten quasi. Wenn ich mir jetzt diese 2 Fähigkeiten kaufen würde, was ich halt direkt machen könnte, würde ich 10 Verteidigung kriegen. Und hier könnte ich das auch für 10 Verteidigung. Wäre deutlich billiger, wenn wir ehrlich sind. Elementarverteidigung könnte ich mir ja nicht ganz kaufen. Und das ist auch super teuer für 20 extra Resistenz. Warum kann ich nur verteidigen? Egal, komm. Gönn mir mal die Verteidigung. Warum denn nicht? Das ist doch auch ein super Startwert, oder? Und dann können wir auf Charakter. Fortgeschritten schaffen wir noch nicht. Ist okay. 2 schauen. Wir machen mal erstmal ganz entspannt das Training. Weil das ein Ananas-Gelee geht und ein Kamille. Also wieder wichtig. Herausforderung starten bitte. Ja, ich bin mir sicher, dass ich die starten möchte. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich mit ihr umgehe. Was macht sie so? Ist sie auf Viereck? Setzt die Auferstehung ein. Alles klar. Dankeschön. Das hier ist eigentlich das, was wir einsetzen müssen. Oh. Und jetzt kann ich wahrscheinlich Schaden machen. Ja. Jetzt kann ich Schaden machen. Bum, 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 bum. Kann ganz entspannt auf sie drauf schießen. Zack, 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 zack. Ich habe irgendwelche Bomben gerade. Und ich habe keine Fähigkeit auf die andere Taste gesetzt. Vielleicht sollte ich die Charaktere vorher auch mit ein bisschen Fähigkeiten ausrüsten. Ne? Komm, komm. Schaffst du, schaffst du. Ausweichen. Draufschießen. Ganz entspannt. Wunderbar. Hat das die Auferstehung eigentlich gerade direkt aufgepippt, meine Anzeige unten links? Kommt das daher? Oder spinne ich gerade? Okay, komm, hau ihn runter. Sehr gut. Und dann lass wieder deinen Magnetstrahl einsetzen, wenn du möchtest. Ausweichen. Perfekt. Und Magnetstrahl, wenn du möchtest. Das ist hier vielleicht nicht die beste und effektivste Kampfmethode. Wie wir es nochmal. Auferstehung füllt das links, unten links die Anzeige direkt auf. Füllt es nicht. Okay, das wäre aber auch zu krass gewesen. Das wäre zu einfach gewesen, so die Anzeige aufzufüllen. Ich bin ja ehrlich. Mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und da, wir können ihn endlich aus der Luft holen. Und dann geht dieser Kampf deutlich schneller als der mit Alphen, glaube ich. Habe ich zumindest das Gefühl, dass der deutlich schneller geht. Geh mal dich da ran und mach wieder deine Angriffe. Fröhlich und zufrieden, fällt er um. Und das war locker flockig unter 2 Minuten. Bei Alphen war es ja gefühlt noch knapp. Bei ihr war es weit weg von knapp, wenn wir ehrlich sind. Gib mir ein Kamille, gib mir ein Ananas-Gelee. Und schaffe ich das mit diesen wenigen Fähigkeiten auch hier drin anzunehmen? Ja, komm. Dafür wollen wir einen Geistreif kriegen, dafür wollen wir ein paar Items kriegen. Das schadet schon nicht, hier reinzugehen. Oder zumindest mal zu probieren.
Eine Abschlussbonus wäre ja auf jeden Fall auch schon mal was. Und wir können direkt angreifen. Das ist auch perfekt. Zack, okay. Kannst du auch so zwei treffen? Ja. Viel schneller auf diese Art und Weise. Aber viel schneller. Füll deine Anzeige auf. Wir haben nochmal eins. Wow, wir haben sogar schon zwei umgelegt. Was für ein perfekter Angriff. Kommt her. Okay, ich weiß, ihr habt Bock. Ich weiß, ihr habt... Wow, ihr habt richtig Bock, merke ich schon. Hier treffen wir auch beide. So möchte ich das sehen. Beide treffen. So wollte ich mich gerade positionieren. Gehen hinterher. Es sind beide gebrochen. Können beide nichts machen. Ich kann dauerhaft meine Fähigkeit einsetzen. Boah, ist die fast mit ihren Schaden. Wenn ich ehrlich bin. Ich treffe immer noch beide mit jedem Angriff. Hier, zieht es euch rein. Die sind zack. Die sterben gemeinsam. Die sterben einfach gemeinsam. Auch wenn ich jetzt leider ein bisschen meine Fähigkeit aufbewahren muss. Aber das ist auch genau das, was sie mir beibringen wollen. Kann das sein? Dass ich hier gemeinsam sterben lasse? Guck mal, es sind 5 Gegner auf einen Schlag. Die wollen mir das, glaube ich, ganz stark... Und ich treffe erstmal nur einen Gegner. Perfekt. Die wollen mir das, glaube ich, ganz stark beibringen, dass ich hier immer versuche, Gegnermassen zu treffen. Guck mal, Gegnermassen. Einen anderen Grund kann das doch gar nicht haben, dass sie zu 5 kommen, oder? Ausweichen. Oder einfach in der Fähigkeit keinen Schaden nehmen. Funktioniert anscheinend auch. Zack. Angreifen. Sehr nice. Das ist auch wieder so locker flockig gemacht, ihre Mission. Mit den paar Fähigkeiten. Achso, ihr lebt noch. Zack. Dann sterbt mal jetzt bitte. Gleichzeitig übrigens mal wieder. Und du kannst weiter X drücken. Immer die gleiche Fähigkeit. Bester Kampfstil. Und das mit einem Magnetstrahl beenden, wenn du möchtest. Ist das nicht genial? Das war auch wieder locker flockig. Shion war ja viel entspannter als Alphan an dieser Stelle. Geistreif und Kamelle. So wie erwartet haben wir auch beides. Rinwill, du darfst als nächstes. Das hier sollte auch easy sein. Wir benutzen wieder nur die Standardfähigkeiten. Wir haben auch sie nicht ausgerüstet. Ich habe wirklich nur Alphan ausgerüstet mit Fähigkeiten. Und nein, was mache ich denn? Oh, wenn ich jetzt verhaue, bin ich sowas von selbst schuld. Ach, warte, wie war das? Ich fülle irgendwie einen Angriff auf. Okay, gehe in ein Schild, ist gar kein Problem. Ich fülle einen... Ja, ich möchte nochmal. Kann ich zurück? Nein. Nicht zurück zum Team. Ich komme hier nicht raus aus dem Kampf, bis er besiegt ist. Ich komme hier wirklich nicht raus aus dem Kampf, bis er besiegt ist. Und wie hat sie nochmal funktioniert? Ich habe irgendwie... Nee, so hat sie nicht funktioniert. Ich muss halt seine Magie einmal unterbrechen. Deswegen ist es so dumm, dass ich... Was machst du hier nochmal? Irgendwie konnte ich doch Angriffe aufladen, oder spinne ich gerade? Vielleicht gedrückt halten, war das so? Einen Moment, Fontäne gedrückt halten. Ja, sie ist noch drin. Und dann muss ich noch, während ich das gedrückt halte, den nächsten Angriff einsetzen. Fontäne gedrückt halten und Luftstoß hinterher? Nee. Hä? Wie mache ich das denn noch einmal? Ich habe es wirklich komplett vergessen. Luftstoß ist auf jeden Fall sehr effektiv. Nö, ich weiß nicht mehr, wie ich mit ihr spiele. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Und jetzt, dass du bitte Magie einsetzt, dass ich einmal, Dankeschön, in der Magie unterbrechen kann und dann wenigstens angreifen kann, ich kleiner Trottel. Zack, mach dein Ding. Ba-ba-ba-ba-ba. Luftschuss ist auf jeden Fall sehr effektiv. Das ist doch entspannt. Ihr seid beide tot. Und ich müsste einmal wieder meine Magie aufladen, wenn es okay ist. Bam, bam, bam. Bevor ihr irgendwas macht, wenn es wirklich ganz, ganz, ganz okay ist für euch. Whoop. Ich habe meine Magie noch nicht, meine Lieben. Entspannt euch. So, jetzt ist der Hintere. Der Hintere ist gebrochen. Wir können den Hinteren auf jeden Fall angreifen. Perfekt, genau so wollte ich sehen. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, wie ich Angriffe kombiniere. Von daher benutze ich einfach glücklich meinen Luftstoß. Und hofft, dass er ein bisschen Schaden davon trägt. Dankeschön. Und noch einmal, wie auch immer ich das hinbekommen habe, das noch einmal einzusetzen. Gar kein Ding. Und noch ein Luftschuss, dann ist er auf Down gehauen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir den zweiten Down kriegen. Auch wenn die Zeit super schlecht ist, weil ich das Ganze am Anfang komplett verhauen habe. Ja, leider. Aber das ist gar kein Problem. Zur Not gehe ich hier noch mal rein. Die sterben ja super schnell, sobald ich den Luftschuss einsetze. Also jetzt ungefähr wieder. Luftstoß. Seine Magie wieder und nicht unterbrochen. Ich habe einfach wieder unten nichts für eine Fähigkeit benutzt. Wie komme ich aus diesem Kampf raus? Der tötet mich ja auch nicht so schnell. Selbst wenn ich jetzt hier drinnen stehen bleibe, sterbe ich ja einfach nicht. Das war mal ein richtig gefailter Kampf, wenn ich ehrlich bin. Aber komplett gefailter Kampf. Mach einfach irgendwas, meine Liebe. Mach einfach irgendwas. Greif bitte an. Warte einfach ab. Und gib Sonius einfach eine Kopfnuss dafür, dass er so dumm ist. Ganz ehrlich. Gib ihm einfach eine Kopfnuss. Sonius hat diesen Kampf mehr als nur verhauen. Wenn man die Definition von Verhauen sucht, dann ist die hier geschrieben, die Definition. Dafür würde ich jetzt sofort um den Hirnfurz im Chat bitten, aber wirklich sofort. Das einzige Problem ist, dass ich hier keine YouTube-Mitglieder haben kann, nur auf meinem Main-Kanal, auf meinem Genshin Impact-Kanal. Aber hier gibt es... Zack, greif an. Okay, und jetzt, bitte. Bitte tu uns das nicht an und unterbrich diesen Magieangriff einfach. So gut es geht. Danke. Endlich kann ich Schaden machen. Jetzt stirbt auch ganz schnell.
Aber einfach nur dadurch, dass ich am Anfang so viel Zeit vertrödelt habe und vor ihm so viel Zeit vertrödelt habe, bringt es mir halt gar nichts, dass er jetzt schnell stirbt. Guckt es euch an, der ist schon down. Zack, easy, oder? Easy, wenn man einfach nur seine Fähigkeit im richtigen Moment benutzt. Nee. Bitte lass mich einfach nochmal. Dankeschön. Oh, 3 Minuten, wenn ich das schon sehe. Weil ich 2 Gegner so verhauen habe, das tat ganz, ganz doll weh, dieser Kampf. Also, Sonius, konzentrieren und darauf achten, dass dein Gegner Magie einsetzt. Das wäre wirklich das Smarteste, was du machen kannst, bevor du jetzt mit irgendwas ankommst. Komm, füll deine Anzeige auf, bevor er seinen auffüllt. Okay, wir warten. Wir haben ihn unterbrochen anscheinend. Das wusste ich auch nicht, dass ich das machen kann. Und jetzt lass ihn bitte Magie einsetzen. Davor können wir gar nichts machen. Kannst du bitte Magie einsetzen? Danke. Und dann kommen meine Luftschüsse wieder. Zack. Und go. Noch ein bitte. Und go. Der ist tot. Der ist so gut wie tot. Dann nochmal ein Blitz dazwischen. Und er ist mit Ansage down gehauen. Und jetzt geht es wieder unten links. Die Anzeige abwarten. Perfekt. Ich habe den einen auch so unterbrochen. Wupp. Hallöchen. Wir haben den einen auch so unterbrochen. Und jetzt warten wir. Zack, zack, zack. Komm schon. Anzeige. Nein. Habe ich ihn unterbrochen? Bitte sag mich, ich habe ihn nicht unterbrochen, oder? Ich habe keine Lust mehr, Drinwill zu spielen, wenn der nicht unterbrochen ist. Ich habe keine Lust mehr, Drinwill diese Mission zu machen. Bitte lass mich hier einfach raus. Okay, einmal zurück zum Titelbildschirm und wieder rein. Okay, noch einen Versuch mit Drinwill, ansonsten gebe ich auf. Zeig, was du kannst, Drinwill. Ich möchte es einfach sehen. Du kriegst es doch wohl hin, oder? Okay, ich darf ihn nicht brechen, ich darf nicht angreifen. Das war mal wieder ein schlechter Start, wenn man denkt, dass meine Anzeige unten links gefüllt ist. Also ich kriege... Ich habe langsam echt die Hoffnung in mich selber einfach aufgegeben. Zack, zack. Zeig bitte, was du kannst. Komm, setz deine dumme Magie ein. Ich leide schon genug unter meiner eigenen, ja, schlechten... Upsala, unter meinem eigenen schlechten Spielstil. Ich leide wirklich schon genug. Kannst du bitte wenigstens Magie einsetzen? Bitte, tu mir diesen Gefallen. Lass mich jetzt nicht jede Minute einfach nur darauf warten, dass du angreifst. Ich möchte einfach wieder raus. Ich möchte einfach wieder raus. Ich gehe hier richtig unglücklich aus diesem Kampf raus. Worauf wartet er denn mit seiner Magie? Hä? Jetzt erst? Das haben alleine, dass ich jetzt 30 Sekunden warten musste, bis ich angreifen kann, ist doch unnötig, oder? Zack, greif an, wunderbar. Down ist er. Und füll deine Magie so schnell wie möglich einfach wieder auf, denn auch die werden wieder angreifen. Bam, bam. Und Magie bitte unten links auffüllen. Kriegst du hin? Komm. Drinwill. Drinwill. Ich weiß, du kriegst das hin. Und dann hofft, dass einer von den beiden Magie benutzt. Perfekt. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Dann dürfen wir wieder genau die gleichen Fähigkeiten wie ihm gerade einsetzen. Also 2-mal Luftstoß. Einmal mit dem Phantomblitz draufhauen. Und er ist down. So wollte ich das eigentlich schon direkt sehen, wenn ich ehrlich bin. Da sind wir auch irgendwie rausgekommen aus seiner Magie. Und ich weiß, ich kann immer noch keinen Schaden machen. Ich hoffe nur, dass sich die Anzeige unten links füllt. Und ich sie diesmal richtig benutzen kann. Schwäche! Ey, hat das... Okay, ich dachte gerade ganz kurz, es hätte 11 Schaden gemacht. Hat es aber nicht. Das bringt mir jetzt doch. Auf geht's. Er ist down. Und das dürfte unter 2 Minuten sein. Ich habe nur ein bisschen Angst. Ich bin ja ganz ehrlich. Ich habe nur ein ganz bisschen Angst, dass die Kämpfe von ihm gerade nicht gezählt wurden. Zeig, was du kannst. Er ist down. Und bitte sag mir jetzt gleich bei den Belohnungen, dass die Kämpfe von ihm gerade nicht gekillt wurden, dadurch, dass ich zum Titelbildschirm zurückgekehrt bin. Bitte, bitte nicht. Denn, Alfen, ich habe hier die Belohnungen nicht. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Sonius, was hast du getan? Was hast du einfach getan? Es wurde nicht gespeichert. Warum kann man nicht einfach, wenn man weiß, diese Kämpfe sind auf Zeit, warum kann man denn nicht einfach ausbrechen aus diesen Kämpfen? Kann mir das bitte jemand erklären, warum ich nicht ausbrechen kann aus diesen Kämpfen? Das wäre mir wirklich wichtig zu wissen. Ist der Luftschuss? Auch hier ist er sehr effektiv. Perfekt. Da mache ich nichts anderes außer Luftschüssen, würde ich sagen. Und dann greifen wir nebenher noch mal ein bisschen an. Setzen auch unsere Magie ein. Ist gar keine Frage. Es kommen ja 3 Wellen an Gegner. Ich denke mal auch, dass hier auch 3 Wellen an Gegner kommen, oder? Zack, greif weiter an. Es ist ja deutlich einfacher alles, als es irgendwie mit Alfen ist, aus irgendeinem Grund. Warum auch immer. Stalagmit juckt mich gar nicht. Denn was ich habe, ist dieser Angriff. Sind fette Luftstöße. Auch wenn das hier nicht mehr sehr effektiv ist. Blitz vielleicht? Auch Blitze sind hier nicht sehr effektiv. Ist gar kein Problem. Wir greifen stattdessen an und probieren zwar mit der Fontäne. Ist hier irgendwas sehr effektiv? Nö, auch nicht. Okay. Dann setzen wir einfach ganz entspannt unsere Magie ein. Ärgern uns darüber, dass alles, was ich mir gerade aufgebaut habe, einfach weg ist. Wie gesagt. Ich muss die ganzen Kämpfe noch neu machen. Auch wenn ich das nicht hier on stream machen werde. Sondern on stream sage ich jedes Mal. Hier im Video werde ich einfach nur genervt darüber sein, dass das alles weg ist, mein ganzer Fortschritt. Zack, hau drauf, so schnell es geht. Dieser Angriff macht mir, glaube ich, am meisten Schaden, so pro Sekunde.
Und hau noch einmal mit deiner Magie raus. Dankeschön. Deren Magie kann ich leider nicht unterbrechen, aber das ist okay, glaube ich. Denn die sterben ja so schnell mal wieder. Also Rinwe, genauso wie Chiyon, ein super schneller Kämpfer. Es ist nur Alpha. Der eigentlich am schnellsten sein sollte, hat natürlich auch die härtesten Gegner wahrscheinlich bekommen oder die mit den meisten Leben. Beziehungsweise die, die auch eine gute Resistenz gegen Alpha haben. Aber mach weiter. Ich glaube hier, Luftschuss war sehr effektiv. Und da setzt einfach den Luftschuss fröhlich ein. Ach, natürlich setzt du dein Schild genau im richtigen Moment ein. Was sollte es auch sonst sein, als dein Schild genau im richtigen Moment, mein Okay, ich dachte, er benutzt einfach direkt instant wieder ein Schild. Ich dachte wirklich, er benutzt instant direkt wieder ein Schild und meine Magie. Und dann ist er down. Perfekt. Sollte auch unter der Zeit sein und wir sollten die Items bekommen haben. Und dann sollten wir auch unsere ersten Erfahrungen mit Rinwe im Kampf gemacht haben. Dafür ist dieser Modus eigentlich echt cool, dass man hier einmal Erfahrungen mit jedem Char sammelt. Hallöchen, Rinwe. Du möchtest die Belohnungen einsammeln, erhöht die maximale AL. Nee, ich möchte eigentlich nichts mit AL, sondern ich möchte ja eigentlich nur, dass sich hier diese Boosts anzeigen, dass die sich bei ihr immer so schnell wie möglich füllt. Das ist ja ein mega ordentlicher Boost. Von daher, das ist das, was ich eigentlich kaufen möchte. Und dann zu guter Letzt das, wenn ich ehrlich bin. Denn das gibt 50 extra durchdringen dafür, dass ich noch eine Fähigkeit einkaufe. Law, Kizara und Dohali werden wir noch einmal im Rahmen dieses Videos ganz klar ausprobieren, damit wir einfach an jeden Spielstil gewohnt werden. Wir haben jetzt 6 Charakter, 6 Spielstile. Was machst du auf Viereck? Okay. Stahl. Dann greifen wir bitte eher mit Dreieck an. Was ist das für ein Angriff? Der macht auch gar nichts. Wahrscheinlich müssen wir ihn erstmal brechen. Bam, 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 bam. So wie wir es ja eben gerade auch mussten. Hi. Zack. Und da kommt noch irgendein Angriff. Darf ich jetzt bitte endlich unterbrechen? Muss ich das auch im richtigen Moment einsetzen oder darf ich das jederzeit? Ich probiere es mal mit jederzeit. Gucken wir mal. Fußbrecher. Ja, ich durfte jederzeit. Okay. Und was macht jetzt Viereck? Macht das wenigstens Schaden, wenn ich daneben stehe? Nee. Nicht mal, wenn ich daneben stehe, macht das Schaden. Das ist ja komplett random. Das gibt mir wahrscheinlich irgendeinen fetten Startboost oder sowas. Für nochmal physische Angriffe, für Nahkampfangriffe oder sonst etwas. Wuhu, weg hier. Danke. Und angreifen, auch wenn es gar nichts bringt. Ich weiß, ist gar kein Problem. Denn unsere Boost-Anzeige da unten füllt sich ja langsam auf, bis er endlich Schaden nehmen kann. Oh Gott, es bringt schon wieder gar nichts. Es bringt schon wieder gar nichts, wenn unten links die Anzeige nicht gefüllt ist. Schneller. Füll unten links die Anzeige. Go, jetzt. Endlich. Wunderbar. Ich werde diese Chars halt wahrscheinlich eh langfristig nicht benutzen, weil ich einfach happy darüber bin mit... Whoopsala, dankeschön. Weil ich einfach happy darüber bin, mit Alphen zu spielen, muss ich sagen. Einfach so ein Main-Character mainen. Funktioniert, auch wenn ich eigentlich Lust hätte, Dohalin zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Und ja, jetzt. Im perfekten Moment gebrochen. Und dann darfst du bitte deinen Schaden machen. Ja, genau so wollte ich das sehen. Dann sollten wir zumindest, wenn wir nicht sterben, hier auch in der Zeit durchkommen. Ist ja auch das Level 20er Training. Wäre ein bisschen Panne, wenn man nicht mal da durchkommt mittlerweile, wenn ich ehrlich bin. Komm, greif an. Wunderbar. Ausweichen, ausweichen. Dankeschön. Warte, muss ich vielleicht Stahl einsetzen einmal? Stahl. Und ausweichen. Achso, doch nicht ausweichen. Der ist ja jetzt. Okay, Stehlein ist super wichtig, merke ich gerade. Stahl einzusetzen, diesen Boost davor, hat ja den Schaden deutlich erhöht danach. Aber wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Das sind beide Missionen. Von daher möchte ich hier bitte die Weste und das Lavendel haben. Ja, geh rein in diesen Kampf. Und dann haben wir... noch 2 Charakter vor uns, glaube ich. Dohalim haben wir noch vor uns. Und noch irgendjemanden? Bin ich mir gerade nicht sicher. Und dieser Angriff, upsala, erstmal Stahl. Dankeschön. Stahl ist eingesetzt und jetzt kann man erst angreifen mit ordentlich Damage. Danke. Bom, bom. Hau drauf, solange er keine Angriffe macht. Und weiter, 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 weiter. Der andere macht einen Angriff, aber es... Ich laufe mitten rein. Es sind 3 Gegner, ich laufe mitten in seinen Angriff. Jetzt schon habe ich gefühlt so viel Schaden, wie ich bis zum Ende des Kampfes einfach nicht haben sollte. Bam, haut drauf, unterbricht ihn irgendwie. Okay, renn weg, renn weg. Wunderbar, das sind seine Mielen. Dreh dich einfach nicht zu mir, mein Freund. Das ist gut, das machst du super. Ich möchte ihn... Upsala. Man hat schon ganz genau gesehen, dass der eigene Angriff in die Minen treten wird. Oh, ich bin gelähmt. Allen Ernstes, ich bin gelähmt. Bin immer noch gelähmt. Bin immer noch gelähmt. Er setzt gar nichts ein. Okay, ist okay. Ist okay. Ich glaube, hier kann ich das tatsächlich mal verkacken. Unter der Zeitanzeige... fertig zu werden mit dem Kampf. Es wäre jetzt auch nicht das Ende der Welt, wenn ich das verhaue, aber es wäre schon traurig, wenn ich ehrlich bin, das zu verhauen. What? Guckt euch meinen Schaden an. Es ist echt nicht cool. Vielleicht schaffe ich das auch gar nicht, mit dem Leben durchzukommen. Komm schon. Oh, Hilfe. Das Problem ist, man steckt so krass in seinen Angriffen drin, dass ich das immer gar nicht mehr schaffe, auszuweichen. Zack, wunderbar. Komm, greif doch mal an. Mein Freund, jetzt greif doch mal an, wenn hier nachher noch eine dritte Anwaltswelle kommt, wie bisher es immer so war, dann bin ich doch easy komplett tot, oder?
Also, das, meine einzige Hoffnung ist, dass es hier noch vorbei ist, aber das ist hier noch nicht vorbei. Weg hier. Wunderbar. Und noch einmal. Und dann haben wir da noch den letzten Gegner und dann noch wahrscheinlich eine weitere Angriffswelle, oder? Oh mein Gott, ob ich das schaffe, so viel auszuweichen? Ich hätte jetzt gerne irgendein Objekt. Ja, da sind sie. Da sind sie. Mit Ansage, dass hier noch eine weitere Angriffswelle kommt. Aber wir sind auf jeden Fall gerade im guten Ausrastmodus. Bam, 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 bam. Haut drauf. Dankeschön. Und zack. Ausweichen, ausweichen. Danke. Er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Ich habe so eine Angst. Ausweichen, ausweichen. Weg hier, weg hier, weg hier. Danke. Und nochmal draufhauen, wenn du möchtest. Ja. Genau. Ausweichen, 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 ausweichen. Sehr schön. Komm, hau drauf, bevor er draufhaut. Genau so wollte ich das sehen mit hau drauf, bevor er draufhaut. Und dann überleben wir wirklich mit einem EP. Oh, und ich dachte schon, ich sterbe mit ihm. Auch wenn ich mit ihm gar nicht klarkomme. Also, ich weiß, er wird stärker über Zeit. Haben wir den weiteren Bonus auch noch bekommen? Okay, sogar den Zeitbonus haben wir bekommen. Krass. Dankeschön. Hätte ich nicht erwartet, dass wir den Zeitbonus auch noch kriegen. Oh, das ist gut. 30 extra Angriff. Maximaler L, super viel. Erhöhte Boost-Anzeige, einfacheres Überlimit. Wahrscheinlich lohnt sich das mega bei ihm aufzuwerten. Und dann möchte ich bitte die einfache Boost-Anzeige und dann die anderen beiden. Und dann kriegen wir richtig fetten Angriffsboost. Das ist genial. Das habe ich gerne freigeschaltet. Jetzt noch Kisara. Oh, da habe ich auch so Angst vor dem Kampf. Irgendwas in dem Schild. Ich habe sie noch nicht einmal benutzt. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Aber kriegen wir schon hin. Zack. Aha, irgendein fetter Schild einfach nur. Schutzschild. Okay, greif mal an, sodass wir Schaden machen können. Danke. Hä? Kann ich kein... Ach, ich muss das benutzen, während er wieder vorrennt. Kann das sein? Oh, ich würde so gerne schon wieder zurück. Töte mich einfach. Komm, schaffst du. Und dann skippe ich auf den nächsten Kampf. Versuch Nummer 2. Da, das ist der Angriff, auf den ich gleich warten muss, auf jeden Fall. Sobald sich... Zack, machen wir einfach ein Schutzschild. Komplett random, dass man hier nicht mehr rauskommt aus dem Schutzschild, wenn ich ehrlich bin. Aber passt schon. Ach, ich kann nicht ausweichen. Ich kann nur schilden. Auch interessant. Hier, Schild. Und... Go. Jetzt haben wir dich, oder? Das ist das, worauf wir gewartet haben. Was wir brauchen, damit wir überhaupt Schaden machen können. Und greif an. Wunderbar. Und mach das Schutzschild auch Schaden. Hier, dieses Schutzfeld. Zack. Zeig mal, was du... Oder lass dich einfach angreifen während des Schutzfeldes. Aber das müsste doch auch Schaden machen, wenn er jetzt hier reinkommt, oder? Ja, und das hat ihn auch gebrochen. Okay. Macht ein bisschen Schaden, definitiv. Ich weiß noch nicht, was bei ihr der beste Angriff ist an dieser Stelle. Aber es wirkt so, als wäre der Dreiecksangriff. Der, wo man mit dem Schläger auf drauf haut. Also der hier, als wäre das der beste. Und wieder abwarten. Ja, ich bin mir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und... Ach, der geht schon... Nee. Kann einer von euch bei mich bitte noch einmal anspringen? Ja. Komm, zack. Zeig, was du kannst. Als ob. Als ob. Als ob der nicht... Ich fühle mich so, so, so verarscht von diesem Kampf. Bitte bringt mich um. Ich möchte nie wieder in meinem Leben mit Kisara spielen. Ich möchte genau in diesem Moment nie wieder mit Kisara spielen. Sie darf einfach im Off chillen bei mir. Sie darf als einer der Teammates zwischendurch angreifen mit der Boost-Anzeige. Aber ich selber habe genau in diesem Moment beschlossen, dass ich nie wieder mit Kisara spielen muss, weil ich direkt, möchte, weil ich direkt vor dem Gegner stehen muss mit dieser Boost-Anzeige, damit es sich überhaupt lohnt. Komm, ein Angriff kriegt ihr noch hin, damit ich tot, und dann kann ich Dohalim ausprobieren. Da habe ich eh mehr Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Da Dohalim mein bisher zwei Lieblingsschar zu sein scheint. Vielleicht mal gucken. Wir gehen raus hier. Gar keine Lust auf dich, Kisara. Stattdessen gehen wir rein bei Dohalim. Holen uns glücklich das Safran. Wir brauchen nicht mal die 2-Minuten-Challenge. Und ich weiß auch nicht, wie er funktioniert. Aber auch das kriegen wir hin. Zack. Wenigstens kann man mit seiner Fähigkeit, glaube ich, nicht mal daneben hauen, wenn ich mich gerade nicht täusche, oder? Hm. Schaffst du. Wunderbar. Oh, und ich kann mich heilen. Was macht die unfassbare Gottheit? Einen coolen Angriff. Okay. Und was macht Stalagmit? Lässt den Boden, aus dem Boden, ne? Ja. Okay. Den kriegt er aber gut ausgewichen, den Gegner. Im Vergleich zum hier unfassbaren Gott. Ich glaube, das ist eine bessere Fähigkeit, wenn ich ehrlich bin. Und hau drauf. Bam. Ha, der wurde getroffen, obwohl ich noch nicht seine Füße gefangen habe. Was ja eigentlich seine Fähigkeit sein sollte, hinzugehen und die Füße des Gegners zu fangen, sobald die Anzeige unten links gefüllt ist. Ich glaube tatsächlich, man kann aber auch mit gefüllter Anzeige in den Kampf gehen, wenn man sich vorher darum kümmert. Also vor dem Kampf irgendwelche Mobs töten, bis quasi alle Boost-Anzeigen gefüllt sind. Und ja, der kleine Sterbkämpfer, zack, kann ich ihn jetzt endlich bitte fangen? Ja, geht doch. Haben wir ihn. Wunderbar, das ist doch genau das, worauf wir gewartet haben. Danke, Stalagmit.
Wie schnell kann er sich jetzt noch wegbewegen? Gar nicht. Er wurde von beiden Stalagmiten getroffen, aber ich bin viel zu schwach. Ich bin ohne Witz viel zu schwach. Zack, hau drauf. Das schaffe ich never ever in der Zeitanzeige. Wirklich never ever in der Zeitanzeige. Wenn ich das schon sehe, mein Schaden hier gegen einen Gegner und gleich kommen nochmal zwei davon. Ich weiß nicht, ob das an der schwachen Waffe liegt. Ich weiß nicht, ob ich die falschen Fähigkeiten benutze oder ähnliches. Auf jeden Fall kann ich das ja so vergessen, mit dem irgendwie Schaden zu kriegen. Also, ja, lol. Ich habe überlegt, dich auszuwechseln für Dohalib. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich diese Schadenspunkte sehe, weiß ich aber noch, dass ich irgendwas falsch gemacht habe bei ihm. Guck mal, es ist auch der erste Char, bei dem das passiert ist, dass unten links die Boost-Anzeige wieder voll ist, sobald die zweite Angriffswelle an Gegnern kommt, weil ich den einfach nicht down kriege. Ich kriege ihn nicht tot. Ich kriege ihn einfach nicht tot. Das kann doch nicht sein, dass ich ihn nicht mal tot kriege, oder? Es ist doch lächerlich. Komm, probier's nochmal. Zack, Stalagmit. Wunderbar. Wir haben wieder beide Angriffe getroffen, aber ich kriege ihn einfach nicht down. Habe ich die falsche Waffe ausgerüstet? Das muss ich vielleicht gleich einmal nach dem Kampf checken, ob ich die falsche Waffe ausgerüstet habe oder ähnliches. Aber ich habe doch eben gerade noch was für ihn geschmiedet, oder spinne ich gerade? Und von daher kann ich ja gar nicht, wenn ich irgendwas was für ihn geschmiedet habe, die komplett falsche Waffe haben, oder? Naja, wer weiß. Vielleicht habe ich auch die komplett falsche Waffe. Vielleicht bin ich auch... Hä? Warum hat mein Angriff nicht getroffen? Warum hat mein Angriff nicht getroffen, der ihn eigentlich fangen sollte? Leute. Ich bin so traurig. Ich habe mich so auf Dohalib gefreut und jetzt bin ich so enttäuscht in diesem Kampf, weil ich den Gegner einfach nicht down kriege. Und ich bin mir ziemlich sicher, das liegt einfach daran... Es muss doch an der Waffe liegen, dass ich keinen Schaden gemacht habe. Das ist der Level 20 Gegner. Mein Char ist Level 25. Und der möchte mir erzählen, ja, wunderbar. Und der möchte mir erzählen, dass ich das nicht schaffe, Schaden zu machen. Heil dich mal bitte lieber. Ganz easy und entspannt. Wozu kannst du heilen? Ja, du bist auch eigentlich der Shion-Ersatz. Kann das sein? Zack, wenn du auch heilen kannst, bist du so eine schwache Shion, also beziehungsweise eine DPS-Shion, die so eine Mischung aus Heilung und Angriff ist. Kann das sein? Vielleicht. Komm, Dankeschön. Weg hier. Wunderbar. Und Stalagmit. Oh Gott. Oh Gott. Warum lass mich eigentlich gratis angreifen? Jetzt aber. Füße gefangen. Wunderbar. Dann einmal heilen. Genau so, weil ich ansonsten sterben würde. Und dann werden wir gleich definitiv uns seine Waffe angucken, ob es an der Waffe lag, dass ich zu doof bin, hier mit ihm zu kämpfen. Wupp. Als ob der gerade ausweicht auch noch. Als ob der gerade auch noch ausweicht. Es ist so traurig, ne? Es ist so traurig. Ich kriege hier gar nichts hin. Autsch, mich bitte wieder heilen. HP sind auch schon fast leer mittlerweile. Dankeschön. Das wird so eine langsame Zeit sein. Das wird das Langsamste, was ich bisher gesehen habe. Ein Angriff verhauen. Und Stalagmit. Ich hab schon wieder gar nichts. Warum setze ich eigentlich schon wieder Stalagmit ein? Jetzt nur Viereck ein. Komm, Rainer, greif an. Greif an, greif an. Wunderbar. Greif weiter an. Noch einmal Viereck. Perfekt. Zack. Und greif an. Wunderbar. Um, bam. 96 Schaden. Der übermenschlich hohe Schaden. Jetzt ist er am Boden. Wir können Stalagmit ausprobieren. Wir haben ihn sogar getroffen. Der Schaden ist damit auch echt gut, muss man ganz ehrlich sagen. Autsch. Probier's nochmal. Nee, wird nichts. Er greift mich vorher an. Er greift mich sowas von vorher. Nein, er greift mich nicht vorher an. Hat aber trotzdem echt wenig Schaden genommen. Muss man mal dazu sagen. Eben gerade hat er 280 Schaden pro Hit genommen. Diesmal 140. Liegt das an meiner Entfernung zum Gegner? Ist jetzt mein Schaden stärker? Hat, wenn ich direkt auf ihm bin. Ah, nee, das lag wahrscheinlich, weil ich in diesem Magie-Ausrast-Modus war, denke ich zumindest mal. Und nochmal Stalagmit. Vielleicht, wenn du es schaffst, es einzusetzen überhaupt. Ah, geschafft hat er. Da kann man ja nichts gegen sagen. Hilfe. Also, ich lerne relativ viel aus diesem Let's Play-Part. Ich lerne, dass ich Kisara nie wieder erlaube, aufs Feld zu kommen. Das ist mein Learning Nummer 1. Learning Nummer 2 ist, dass ich mit Dohalib doch nicht so gut klarkomme, wie gedacht oder wie gewünscht, je nachdem, wie man es ausdrückt. Oh Gott, er greift mich an und ich sterbe. Er greift mich an und ich sterbe. Er greift mich an und ich sterbe. Ich hab's überlebt. Irgendwie habe ich es überlebt. Oh, vorbei. Es ist einfach vorbei. Ich muss nicht nochmal mit ihm spielen. Ja, gib mir einfach die Belohnungen. Dankeschön für das Safran. Geh einmal ganz kurz raus. Die anderen Kämpfe mache ich gleich nochmal wieder off-Video. Und dann geh bitte rein in dieses Menü und schau dir die Ausrüstung von Dohalib an. Wo ist er? Da. Das ist wirklich seine stärkste Waffe. Ja, der hat noch kein Zubehör. Das heißt, hierüber können auch noch extra Angriff kriegen. Aber wie viel haben denn die hier? Alphen hat 485, er hat 479. Er ist wirklich gar... Er ist einfach der durchschnittlichste Char von allen. Er hat aber super... Er hat weniger Angriff als Kisara hier an dieser Stelle. Er hat schon fast weniger Angriff als Shion. Alter, du bist ja ganz weit weg von DPS. Du bist wirklich mal... Okay.
Ja, nee, dann bin ich genauso happy, wie ich jetzt bin, tatsächlich mit den ersten vier Chars. Dann seid ihr zwei leider ein bisschen unnötig, muss ich ganz ehrlich leider. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich muss es sagen, dass ihr unnötig seid. Ich werde euch nicht spielen. Ich werde euch einfach nicht spielen. Stattdessen werde ich die KP nur von diesen Vieren hier erhöhen. Und natürlich wieder, wir bleiben einfach bei Alphen. Das altbewährte Prinzip, wir bleiben bei Alphen, weil der am häufigsten stirbt. Darauf müssen wir achten. Ein Kraut, das den Angriff verstärkt. Alphen, gönn dir bitte. Alphen, alles nah ein bisschen, kriegst du auch Lore. Weil du bist auch eigentlich stark hier. Bisher kriegst du auch Lore. Bitteschön. Du bist auch wenigstens bei 200. Du machst ja immerhin auch Schaden. Verteidigung, Alphen. Go, Alphen. Ja. Und dann gehen wir hier zumindest euch jeweils ein. Ich hoffe, ich werde nie in der Story an einem Punkt kommen, in dem ich irgendwann die anderen Chars brauche. Wenn ja, dann verhaue ich die restlichen Items, fütter ich jetzt so stark es geht. Und ansonsten verabschiede ich mich von diesem Let's Play Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich ein bisschen, ja, eher so den schlechten Sonius gesehen habe, der fast schon ausrast, Sonius. Aber ich hoffe es trotzdem, es hat euch gefallen. Das war's von mir, eurem Sonius.